probieren wir mal, was passiert. Ich weiß nicht, willst du dich hinstellen und gucken, falls er das nicht ordentlich macht, dass wir halt nicht zehnmal anfangen müssen, sondern das ist einem zu. Das ist jetzt frisiert, er scannt jetzt nur mal zum Teilen eine Fläche, damit man sich so vorstellen kann. Er kann aber alle Flächen. Was er macht. So. Genau, er hat fertig gerechnet und fängt an. Okay, das geht noch. Ja, sieht gut aus. Wie lange hat er an der Bewegung gefeilt, dass er den so halb rausnimmt und wieder zurückfallen lässt? Ein paar Stunden, ich glaube 2 Stunden ist es gedauert, dass das wirklich funktioniert. Das ist hiermit nicht mehr nötig. Auf meinem Jungen ist er nicht. Aber er ruft jetzt immer auf. Eigentlich ruft er die gleiche Position auf, ne? Ja, immer wieder die gleiche Grundbewegung. Genau. Wie oft seid ihr durcheinander gekommen? Inwiefern? Naja, wenn du den jetzt erlöst, jetzt 1 Stunde lang. Naja. Den kompletten Dorfel. Und er kann sich ja auch sozusagen festformen, jetzt einen Würfel sich stimmen oder ein Case. Ja, das haben wir vorher nicht gewusst, weil wir haben erstmal so virtuellen Würfel erzeugt und den durch alle Funktionen gejagt. Und wenn er uns irgendwas Falsches gegeben hat oder den Case nicht kannte, dann haben wir nochmal irgendwie.